Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ein Freund von mir hat mich letztens gefragt, so, ob ich noch Angst habe, auf der Bühne zu stehen. Und ich muss sagen, ich fühle mich mittlerweile sehr wohl auf der Bühne, aber hin und wieder gibt es so Momente, da bin ich noch aufgeregt, wie Anfang dieses Jahres. Da hatte ich einen Auftritt in Wuppertal an der Uni und musste vor 700 Studenten auftreten. Ich war extrem nervös, hatte noch meine Jacke an, ging meinen Text durch, stand an der Tür und plötzlich kommen so zwei Studentinnen auf mich zu und zeigen mir ihre Eintrittskarten. Hier! Was soll ich damit? Bist du nicht der Türsteher? Mann im Ernst, Leute, seit wann sind Türsteher Hobbits? Alter, mir fehlt mindestens ein halber Meter so. Ihr müsst wissen, ich bin wie Super Mario, bevor er den Pilz isst. Und selbst wenn ich diesen Scheißpilz esse, da passiert nichts mehr. Ich habe 3 Jahre lang Basketball gespielt, das glaubt mir keiner. Ja, Junge, was hast du gemacht? Hast du den Ball immer aus dem Haus geholt, oder was? Aber dann ist mir aufgefallen, wie oft wir so in Schubladen denken. Wir kategorisieren sehr, sehr schnell nach dem äußerlichen Erscheinungsbild. Es gibt zum Beispiel Leute, die glauben, dass jeder, der eine Brille trägt, auch automatisch hochintelligent ist. Versteht mich bitte nicht falsch, ich bin selbst Brillenträger, bin kurzsichtig, hab letztens ein Bild mit Brille auf Facebook hochgeladen, kommentiert direkt einer. Mit der Brille siehst du total intelligent aus. Ja, deshalb trägst du keine. Was ist das für eine Logik, Mann? Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich dieses Problem hin und wieder auch selbst habe. Ich habe letztens hier auf der Schildergasse habe ich so einen typischen Macho beobachtet. Gut aussehender junger Mann, selbstbewusster Gang. In der einen Hand hält er seine Freundin, das ist ganz cool. In der anderen Hand hält er ihre Louis Vuitton Handtasche. Made in Turkey. Ich muss bei dem Anblick lachen, er wird aber sehr sauer, kommt mit der Tasche direkt auf mich zu und sagt, was ist? Ist was, was ist? Nein, Mann, was soll sein, du hast die Tasche, ich habe die Eier. Alles cool? Daraufhin wird er aber noch wütender. Mann, denkst du, ich bin so ein Mädchen oder was? Denkst du, ich trage ihre Tasche? Das ist meine. Läuft bei dir, Mann. Ich kauf dir noch ein Lipgloss, dann ist perfekt. Ein Freund von mir, der arbeitet zum Beispiel im Fitnessshop und der ist so ähnlich aufgebaut. Der Typ ist groß, breit, gut gebaut, hat eine Glatze im Bart. Aber so eine Stimme! Und der Typ hat sich letztens im Fitnessshop am Telefon mit einem Kunden gestritten. Das sah wie folgt aus. Hey, Mann, ich komm gleich in den Laden, dann schlage ich zu Brei. Komm her, du Wichser! Komm her, du Schwein, ich bin in ihrem Laden, Mann, 2 Stunden bleiben. Dann ist dieser Typ in den Laden gekommen, kommt aber direkt auf mich zu. Hey Mann, ich bin der Typ am Telefon. Ja, du Penner, aber ich nicht. Ich bin hier nur der Türsteher. Sehr touch, mach die Tür zu und ruf den Krankenwagen. Daraufhin wird der Typ natürlich total soft. Hey Mann, tut mir leid, war nicht so gemeint. Halt die Fresse, du warst frisch. In diesem Sinne, lasst euch von Äußerlichkeiten nicht beeinflussen. Nicht schon, dass es schlimm genug ist, dass er so eine Stimme hat. Er hat sich's auch angeeignet, immer die Nase hochzuziehen beim Reden. Satash, wir waren letztens mit Sarah feiern, ne? Alter, ich finde diese Frau so süß, ne? Alter, auch wenn's dir egal ist, ich höre das. Ja, Mann, tut mir leid. Stell dir mal vor, der Typ hat ein Date mit einer wunderhübschen Frau. Die Stimmung ist direkt im Arsch. Sarah, Baby, du bist so süß. Synchron sprechen geht auch nicht. Hey Erik, ich habe einen Synchronjob für dich. Ja, Mann, bitte, ich möchte den Mafia-Boss sprechen. Bitte den Mafia-Boss. Nein, Mann, entweder du sprichst das College Girl oder das Schwein. Dann nehme ich das Schwein. Mir ist aufgefallen, Stimmen sagen extrem viel über Persönlichkeiten aus. Ich habe damals eine Ausbildung als Speditionskaufmann gemacht, habe im Büro gearbeitet und hatte da so einen Typen, der hat immer genuschelt. Der hat immer genuschelt und das hat mich so abgefuckt, weil das war für mich jedes Mal wie so ein scheiß Kreuzworträtsel. Ein Wort mit 4 Buchstaben, was labert der? Das hat sich so schlimm angehört. Zertatsch, wir müssen raus, wir müssen Urlaub, wir müssen Wochenende, wir müssen Antrag. Was laberst du, Mann? Irgendwann dachte ich mir, weißt du was, dreh den Spieß um, red in derselben Tonlage und benutze Wörter, die nichts miteinander zu tun haben. Wir müssen eine Garage, wir müssen eine Steuererklärung, wir müssen eine Stereoanlage. Irgendwann meinte er im einigermaßen klar verständlichen Deutsch: Jung, ich verstehe dich nicht. Ja, ach du Hock, darum geht's doch. Was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, aber diese Reaktion liebe ich, ist diese aufgesetzte Freundlichkeit bei Kassiererinnen. Wir kennen das alle, du bist am Wochenende einkaufen, stehst an der Kasse und hast diese Kassiererin, die null Bock auf ihren Job hat. Und das spürst du direkt. 88,50. 17,90.
Das wird von Zeit zu Zeit nicht besser, es wird nur noch schlimmer, weil irgendwann spürst du diesen Hass in dem Tippen in die Taste. Dann gibt es aber diesen einen kurzen Moment, wo diese Dame eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen sieht und auf einmal ist ein Engel vor dir. Tipp den 90. Ah, Birgit! Birgit! Du bist mir ein. Ja, gehen wir gleich eine Kippe rauchen, ja. Leute, das war's von mir. Ihr wart toll, Dankeschön.